Wir sind wieder da. Hallo. Das dynamische Duo aus Terraria, Alexi Fernandes und Nevermore. Ich wollte diese Einleitung so eigentlich nicht. Was? Warum? Was tust du? Ah, Hilfe! What the fuck? Typ. Ja. Mich würde freuen, er würde es lassen. Was? So, wir haben da mal was vorbereitet. So ein kleines bisschen hier Knall, Peng, Peng, Bum, Bum. Weil so viel Feuerwerk machen wir selber so persönlich wahrscheinlich nicht, aber just for the lulls und im Spiel, ja. Feuerwerk hier. Ja. Sehr viel billiger. Aber vorher müssen... das sowieso, ohne Frage. Dann muss ich jetzt mal noch ein bisschen das Haus hier auf Vordermann bringen, weil grün. Wir wollen das Ganze einigermaßen einheitlich halten. Blup. So. Ja. So. Brauch mehr Pilze. Überraschenderweise. Wir können das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, verbal. Bevor wir es im nächsten Podcast tun. Ja, wir sind dieses Jahr nicht mehr dazu gekommen. Beziehungsweise ich bin nicht mehr dazu gekommen mit der Planung und Feiertage und so weiter. Kam ein bisschen was dazwischen, aber wir fangen im neuen Jahr neu an. Tolles Deutsch. Und wir holen dann auch den Schuli ins Board und dann sind wir mit 3 bis 4 Leuten dann... Oh, das wird witzig. Oh, das wird kompliziert. Egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Hauptsache, es wird. Oh ja. So, ja. 2013, wir haben unseren Kanal eigentlich ganz gut am Leben erhalten. Ordentlich mit Videos gefüttert. Wir haben, ja, das auf jeden Fall. Also wir hätten uns ja irgendwie recht zum Ziel gesetzt, pro Tag ein Video. Das haben wir bis jetzt auch ganz gut durchgehalten. Mal schauen, wie lange wir das noch so können. ja gut, jetzt mit Verstärkung an Bord. Der Schuli, der uns schon in Kürze mit Content... Yay, ich muss weniger tun. Nein, aber mal, sag, was außer Terraria und Starbound und den Podcast. Okay, doch, ja, doch, gut, das ist schon... Jetzt nicht so. Wobei, also das, was wir zusammen gemacht haben auf diesem Kanal, ist ungefähr momentan knapp die Hälfte aller Videos. Also das ist schon einiges zusammengekommen. Ich meine, hey, über 100 Folgen Let's Teamplay Terraria. Und jetzt mit jetzt schon bei der 53. Episode New Teamplay Terraria, seit dem Update von 1. irgendwas auf 1.2. Das ist, ja. Wir haben immer noch nicht das End-Equip. Und wir haben immer noch nicht das End-Equip. Aber egal, irgendwie mag ich es, mir bei dem Spiel Zeit zu lassen. Ich will da gar nicht so sehr hetzen. Nevermore sieht das ein bisschen anders. Wir können auch gar nicht viel mehr hetzen, weil irgendwie alles vorhat, uns umzubringen. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Ich mag es gerne ab und zu mal mit ein paar Zahlen um mich zu werfen und es gab noch keinen Podcast jetzt im Dezember, also shoot me if you want. Ja, über 330 Videos, mittlerweile über 70 Abonnenten. Wir haben mit 0 angefangen und jetzt haben wir über 70. Das ist eine gute Zahl. Ich fühle mich gut dabei. Dafür, dass es hier so ein Just for Fun Ding ist, muss ich sagen, haben wir es doch ganz gut geschafft jetzt in einem Jahr. Und ja, jetzt... Wenn 70 Leute, die es interessiert, was wir hier so treiben. Ja, das ist cool. Immer für den Scheiß labern und so. Wir? Pass okay. Mal auf. Was? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Pass mal auf. Nee, ist schon cool. Und ja. Wir werden bleiben. Wir werden weitermachen. Wir haben noch lange nicht genug. Und ja, schauen wir mal, was heute alles hier noch so bringen wird. Ja, super. Fenster. Mir fehlt das Glas. Aber egal, Glas bekommen die
aus den Räumen dann später. Tja. Green Paint. Bisschen Green Paint habe ich noch. Was könnte ich anmachen? Kann ich die Gräber anmalen? Oh. Nein. Kann er die Gräber nicht anmalen? Setz mal, weil. Wobei eigentlich doch, aber eigentlich nein, es hat keinen Effekt. Es sieht. Doch. Okay, bei dem Holzkreuz da sieht man das. Wahrscheinlich auch bei dem Steinding nur. Und wir können das gerade nicht so erkennen. Aber es verbraucht Farbe, also gehe ich davon aus, dass es das dann auch irgendwie verwendet. Ha, seltsam, seltsam. Eva. Da ist er wieder. Regnet. Ja, natürlich regnet es. Was hast du anderes erwartet? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Sind wir denn im Regenwald hier? Ich sag da jetzt mal gar nichts zu. Cool. Halt mir alles. Oh. Halt nicht. Mach die Farbe mal wieder hier hin. Present. Ich könnte noch ein paar Geschenke auspacken. Ich könnte eben noch ein bisschen was an der Schneeetage bauen. Eine gute Idee. Snowblock. Edward Snowblock. Aber noch mehr Edward-Witze mit Snow. Snowball. Snowbrick. Okay. Was war jetzt eigentlich mit den Snowballs? Die sind Wurfgeschosse. Four-Range Damage. Nee, du wolltest doch irgendwas, als die Frost Legion da war, mit Snowballs. Don't. Hier gucken Minderjährige zu. Sicher? Mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit. Das ist das Internet. Und Leute sagen mir. Und Leute sagen mir, ich wäre seltsam. Green Paint, achso. Papier. So. Jetzt hätte ich nochmal nach oben und eine Schneeetage bauen oder zwei oder drei. Wahrscheinlich ohne Fenster, aber Fenster sind lame. Habe ich gerade so beschlossen. Ja. Mein Gott, nee, das ist rosa Gedöns am Spreaden. Rosa Gedöns. Ja, rosa Gedöns. I see. Was hat es mit dem rosa Gedöns auf sich? Erzähle mir mehr darüber. Oh. Komm schon. Ich muss noch nicht mal was tun. Das komische Kristallding macht sogar die Harpien ganz gut kaputt. Ich
hoffe, jetzt kommt nicht noch so ein komisches Fuchurvieh, sonst wird es nicht mehr so witzig. Wobei, ich glaube, mit dem Laser könnte ich dem Vieh ordentlich zusetzen. Ja, wahrscheinlich. Er kommt eigentlich immer ziemlich gut auf einen zu, so dass man da einfach durchschießen kann. Oh, rat mal, was ich gefunden habe. Was hast du gefunden? Pilze? Konfetti. Den Sinn des Lebens. Das geheime Siegel der Illumina... What the fuck? Eine Puppe. Da macht er wieder Trash-Mobs kaputt. Laser! Moment, du hast jetzt auch einen Laser? Nein, das Mob hat einen Laser. Laseraugen. Ich frag mich, wie witzig es ist, die Wall of Flesh zu erledigen mit diesem komischen Shadow Beam. Aber das werden wir in dieser Episode wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Ja, alles voller Candy Canes liegen. Die heilen, Mann. Candy Cane. Citizen Candy Cane. Ich habe gehört, das soll ein großartiger Film gewesen sein. Was? Citizen Kane eigentlich wird immer wieder genannt als der beste Film aller Zeiten. Ich dachte jetzt nur gerade, ich mache einen sehr billigen Wortwitz auf Candy Cane. Citizen Candy Cane. Ich den besten Film aller Zeiten nicht kenne. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Erschreckend, ich weiß. Er wird zumindest immer wieder so genannt, betitelt, bezeichnet, etc. Irgendwas Shenanigans. Vielleicht ist das ein Joke oder so, den wir nicht verstehen, weil wir ja... Nein, 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 ich glaube, dass das meinen die Leute durchaus ernst. Ich weiß auch nicht warum, aber... Um was geht es in dem Film? Bestimmt um einen Burger, der Kane heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Burger, der Kane heißt. Ja. Der McCain oder was? Also erstmal sind das Fritten. Ja. Und zweitens... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und zweitens nein oder was? Ich wundere mich gerade, dass... Liegt das daran, dass ich jetzt gerade hier dieses komische Schneezeugs verbaue? Oder warum habe ich gerade bei mir den Schneeregen auf dem Screen? Vielleicht hast du ein Schneebiom erzeugt. Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre fucking awesome. Ich probiere mal in eins der unteren Stockwerke zu gehen. Ja, der Schnee lässt nach. So, Glasetage. Der Schnee hat aufgehört. Ich jim mich nach oben und der Schnee ist wieder da. Cool. Ja, Schneebiom. Also geht das auch mit Baumaterial und nicht nur mit dem entsprechenden, ich sag mal, Baumaterial. Witzig ist es. Schnee, Schnee, Schnee.
Leise rieselt der Schnee. Leise schnieselt der Reh, oder was? Bin vor kurzem auf eine Band aufmerksam geworden. Schniesel hieß? Nee, aber der Kevin von Zockt spielt in der Band als Drummer. Epilirium. Sehr zu empfehlen. Ja. Das Epilirium. Ich glaube, der Bandname setzt sich zusammen aus dem Wort Epilierer und Delirium. Irgendwie sowas in der Art. Ja, scheint wohl so. Sind auf jeden Fall ein paar ganz gute Sachen dabei. Also eher so in meine Richtung, sprich Metal. Auch ganz witzige Texte. Und jetzt so kurz vor Weihnachten haben sie eine Weihnachts-EP aufgenommen. Lametta fürs Volk. Richtig gutes Zeug. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt bin ich meiner Pflicht auch nachgekommen. Oh. Hab Werbung. Das kam überraschend. Was machst du da? Ja, wenn man von drei von den Viechern die Tridents um die Ohren bekommt, wird es ein bisschen schwierig mit Ausweichen. I see. Wird anstrengend und unübersichtlich, sagen wir mal so. Yeah. Wieder dort in den scheinbar Matten. Noch nicht hoch genug, um den Fuchua anzulocken. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Hm. Vielleicht keins von beiden. Tja. Oh shit. Ich hoffe, das Feuerwerk wird nicht nass. Das ist jetzt zu spät. Ah, papalapap. So. Perfekter Regenschild. Ah, und ich habe genau passend viele Materialien dafür verbraten. Cool. War jetzt nicht das Wort, nachdem ich gesucht habe, aber ich habe es jetzt trotzdem benutzt. Wir noch keinen neuen Guide haben. Lässt sich aber Zeit, der Guide. Entweder das oder es ist irgendwas schiefgelaufen. Wie so oft. Ich könnte eben nochmal mit dem Snowglobe Schabernack machen. Bradley. Hello, Bradley. Wohnst jetzt neben mir. Kann mich momentan nicht mehr entscheiden, wo ich die ganzen Baumaterialien hinpacken soll. Diesmal du hast Bradley getötet. Diesmal habe ich sie tatsächlich nicht mal in die Lava geschmissen, sondern der Dämon ist direkt über der Lava gestorben. Aber warum machst du sowas? Ein Kristall war's. Ah. Und so, oh, Dämon, direkt mal töten. Tja. Kommst ja ganz gut klar, wie ich sehe.
Wow. Die Snow Globes haben keinen Wert, das heißt, ich kann sie auch nicht verkaufen. Langweilig. Du hast unten Spaß, ich mach mir hier oben Spaß. Moment halt, von wo kommen die? Oh mein Gott, wieder was passiert? Schon wieder vom Westen. Nun gut. Versehen, mein Mauszeiger aus dem Bild war. Ich habe vom anderen Monitor angeklickt. Ich hasse es, wenn das passiert. Beim anderen Monitor alles mal. Bei mir stoppt dann immer die Aufnahme. So. Schon ob ich es in den letzten 9 Minuten noch schaffe, hier ordentlich was zu reißen. Eventuell ja, es sei denn, nein. Und jetzt kommen sie. Ich stelle auch gerade fest, dass ich immer vergesse, meinen Mauszeiger wieder umzustellen. Dunkelrot ist jetzt nicht die beste Farbe, den irgendwie mal wiederzufinden auf dem Bildschirm. Mehr Schnee. Mehr Schnee für alle. Mehr Schnee. Ja. Mehr Schnee. Fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum seid ihr hier? Mehr Schnee. Bitte was? Das war eine Anspielung auf einen Track von Fettes Brot. Nur da ging es um mehr Bier. Aber du sagtest gerade mehr Schnee, das hat jetzt irgendwie gepasst. Also, please, no copyright strike. So gut kann ich auch nicht singen. Ja, jetzt hast du es gesungen. Jetzt ist es passiert. Jetzt geht die weg. Ja. That's it. Wir haben das Internet verloren. Mr. Stabby? Ja, Stabby heißt er, nicht Slabby. Stabby. Das geheime Leben der Schneemänner. Man ahnt eigentlich nichts Böses und dann. Ah, come on! Just wanna have fun, oder wie? Schneemänner fallen jetzt schon vom Himmel. Ich glaube, das ist so ursprünglich nicht vorgesehen. Kommst du da unten zurecht? Ja. Ich frage wie und du sagst ja. Okay. Hier die Türen zu knacken. Die Türen. Damit die Schneemänner nicht reinkommen. Du siehst doch, was sie anstellen. Aber die Piraten haben wenigstens nicht so rumgehüpft. Das war ja schon mal. Wer hat die Schneemänner ins Haus gelassen? Ich weiß nicht. Ich weiß es ganz genau. Ach was. Ich habe das Gefühl, wenn genug Schneeblöcke platziert sind,
und der Schneebricks und so weiter, dass dann auf jeden Fall ein Biom entsteht. Das heißt, wir könnten theoretisch uns auch hier noch ein Schneebiom hinmachen. Oh. Wenn wir wollten. Was ist passiert? Porcini ist tot. Was hast du gemacht? Er hatte Besuch. Waren etwa die Türen nicht zu? Er hat gar keine Türen auf seine Etage. Wir haben ihn wenigstens gerecht. Hat einer durch diesen... Oh. Meine Hände sind mit Schnee besudelt. Mit Schnee! Schnee! Der Schnee tausender unschuldiger Männer klebt an deinen Händen. Das klingt so falsch. Das weiße Zeug tausender Männer klebt an deinen Händen. Typ. Das ist widerlich. Meine Güte. Meine Güte. Amanita the Truffle. The Truffle. Bye. Ich schmeiß mal was von diesen komischen, hässlichen Items raus. Große Schleife, wobei. Okay, die haben wir schon. Gut, kann ich das verkaufen? Gibt auch nicht viel. Aber Kleinvieh macht auch Mist. So. Das war eine Goldmünze. Und das. Ich kann noch ein paar Geschenke auspacken. Genau. In den letzten paar Minuten dieser Episode. So. Weg, 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 weg. 26 Geschenke. Wart ihr auch alle brav? Nö. Brav ist langweilig. Also gut. What do we got? Holly. Sugar Cookie. Okay. Das ist neu. Ein Fruitcake Chakram. Okay, haben wir schon. Kann ich verkaufen. Noch ein Sugar Cookie. Snow Globe. Ah. Green Candy Cane Block. Pine Tree Block. Noch mehr Pine Tree Block. Der Eggnog. Ah, super, wieder so ein Weihnachtsbaumkostüm. Hey. Noch ein Snow Globe. Schade, dass die Snow Globes nichts wert sind. Schade, dass man den nicht einfach nur platzieren kann oder absetzen, so irgendwie.
Schade, schade. Aber egal. Okay, ich schieße Snowglobs erstmal hier zwischen, dann kann man die später noch verbraten. Sinn. Platt. Das ist gut. So. Ich würde sagen, wir bereiten uns langsam mal vor. Auf unseren Jahreswechsel, weil dunkel genug scheint es zu sein. Oder graut etwa schon wieder an der Morgen? Graut dem Morgen, oder was? Ich hoffe nicht. Oh, hier liegt noch Zeug. Wo ist denn Demonite Break jetzt hier? Ah ja, gefunden. War das? Passt, es ist Nacht, beziehungsweise die Night Mobs, die sind hier noch oben und es scheint noch Nacht zu sein. Habe ich noch die Uhr im Inventar? Ich wollte eigentlich gerade mal gucken. Wollen wir dann hier unseren Jahreswechsel gleich begehen können? Oder nicht, oder doch, oder vielleicht? Und wo ist überhaupt meine Uhr? Da ist die Uhr. Der NPC einfach mal in das normale Haus eingezogen ist. Ah, wir haben 9 Uhr abends. Das ist gut. Wir nähern uns langsam der Zeit. Für das. So. Ja. Haben wir alles? Das Partykommando steht jetzt gleich eigentlich bereit. Das war das Partykommando. Ja. ja. Nein. Nein. Entscheid dich mal. Nö. Ja, ist er bereit? Wir können ja schon mal nach oben gehen und uns von unseren Zuschauern für dieses Jahr verabschieden. Und dann sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Genau. Ja, das war's für 2013. Vielen Dank für eure Treue, eure Aufmerksamkeit, eure Kommentare, euer Typ. Was machst du da? Ja. Warte, Schabernack. Ja, Schabernack gibt's auch im neuen Jahr wieder.
Wir verabschieden uns aus 2013 und begrüßen gleich das neue Jahr 2014. Au. Ja. Ja, tun wir. Ja. 2013. Gut. Tschö. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und zwar pünktlich zu 0 Uhr. Bis dahin. Rastet aus. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.